ist Konzept von wieder die mir geschossen ein. Das ist falsch, okay. Florina, komm mal, komm mal hier. Wenn ich zu Hause bin. Hey, du bist immer noch unterwegs. Das ist falsch, ja. Da musst du nicht mitkommen. Dann musst du jetzt nicht schnell reinreisen. Ich habe nicht mal mitgesagt. Ich komme mit. Sport also bist du ja, also wir abgeschlossen. Ja, kann man lernen. Aber so kommt ein Wachstum, drei Kinder. Genau. Ansätze im Anderschiff, aber die Schäden lassen sich hochordnen in die Hebe. Kommandant befiehlt, Beut ausstoßen. Ein Beut ist ein Täuschungskörper, der unter Wasser Gase abgibt. Auch geeignete Manöver in Verbindung mit dem Beut gelingt es, die Zerstörer zu täuschen und abzuschütteln. Ja. Das Boot taucht bei Dunkelheit auf. Der Gleitzug wird mit äußerster Kraft verfolgt. Position bringen. Aus wenigen hundert Metern werden Torpedos abgeschossen. Ein Zweierficher auf ein großes Schiff im Konvoi und ein Einzelschuss auf ein zweites Schiff. Furchtbare Detonation. Riesige Feuersäulen, wahrscheinlich Tanker. Sofort setzt das Abwehrfeuer der begleitenden Kampfschiffe des Konvois ein. Die Bewacher schießen ziellos aus allen Rohren und werfen Wasserbomben. Die Konvoi mit der Kraft seiner E-Motoren nur schlecht zu orten sind. Die Zerstörer haben das Boot verloren. Die Gesichter der Besatzung entspannen sich allmählich. Wieder einmal davongekommen. Für die Bergung der wassertreibenden Schiffbrüchigen der torpedierten Schiffe fuhr im Konvoi ein Sicherungsschiff mit. Seit längerer Zeit keine Ortung mehr zu hören. Der Kommandant geht zum Funkraum. Kurz danach ertönt über alle Bordlautsprecher aus der alten Plattenkiste. Kein Boot des Typs 21 hat in die Kriegsereignisse eingegriffen.
Sie wurden in der Kategorie der Wunderwaffen eingereicht, aber erst gegen Kriegsende frontreif und somit nicht mehr eingesetzt. Die haben die gröbere Küche gehabt, ne? Nein, ich glaube, das waren mehr Leute auf dem anderen. Ja. Willkommen an Bord. Während unseres Rundganges wollen wir für kurze Zeit auch akustisch eintauchen in die Atmosphäre eines U-Boot-Einsatzes im Zweiten Weltkrieg. Es ist Winter. Boot im Nordatlantik bei Überwasserfahrt. Starker Seegang, die Diesel hämmern. Das Boot kämpft gegen den Nordweststurm. Die Brückenwacke ist angeschnallt. Der Sturm peitscht in die Gesichter der Männer. Es herrscht schlechte Sicht. Im Operationsgebiet ein Geleitzug, flankiert von Bewachern. Alarm! Brückenwache schließt Turmloch und lässt sich in die Zentrale fallen. Das Boot taucht. Die E-Motoren laufen mit großer Fahrt. Das Boot geht auf Tiefe. Einer der Zerstörer muss das Boot gesehen haben. Er läuft mit hoher Geschwindigkeit auf die Tauchstelle zu. Timo. Die Nerven der Wasserbombe. Was ist denn so Wasserbombe? Wassereinbruch im Achterschiff, aber die Schäden lassen sich mit Bordmitteln beheben. Kommandant befiehlt, Bolt ausstoßen. Ein Bolt ist ein Täuschungskörper, der unter Wasser Gase abgibt. Durch geeignete Manöver in Verbindung mit dem Bolt gelingt es, die Zerstörer zu täuschen und abzuschütteln. Das Boot taucht bei Dunkelheit auf. Der Gleitzug wird mit äußerster Kraft verfolgt. Und das Boot kann sich in Schussposition bringen. Die Bewacher schießen ziellos aus allen Rohren und werfen Wasserbomben. Ich muss. Ich habe
du schon mal in der U-Boot gewesen, hä? Stimmt, gell? Ist das echt ein ordentlicher Ausgang? Aber schau mal, wenn anders in den Rücken. Thank you.